Ich möchte jetzt eingehen auf den Umgang mit unangenehmen Gefühlen bzw. Emotionen, die daraus hervorgehen. Eine Tatsache ist, dass Gefühle, wenn sie denn aufsteigen, zu Reaktionen führen, normalerweise. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Reaktionen sind angemessen oder sind unangemessen. Dummerweise sind sie oft oder meistens unangemessen. Und deshalb lohnt es sich mal anzugucken, welche Strategien haben wir denn im Umgang mit Gefühlen. Und man ist erstaunt, wie komplex unsere Reaktionsmöglichkeiten sind. Und um das aufzuzeigen, mache ich das in zwei Abteilungen. Ich beginne mit der Darstellung von Reaktionen des normalen, in Anführungsstrichen, Menschen, der buddhistisch oder sonst wie unbeleckt ist. Und dazu können wir uns auch noch ein bisschen rechnen, ja. Und im zweiten Teil gucke ich näher hin, wie wäre es denn, wenn wir mehr Ahnung hätten, ja, wenn wir denn da belehrter wären oder mehr Übung hätten. Und bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass Reaktionen auf Gefühle in drei Ebenen sich abspielen. Wir sind beim Beispiel unangenehme Gefühle, ja, weil das uns ein bisschen mehr Schwierigkeiten macht. Drei Ebenen der Reaktion. Die erste, die kriegen wir gar nicht mit. Wir haben sowas wie eine Grundeinstellung diesen Gefühlen gegenüber, so eine Art Grundurteil. Und das sagt uns, unangenehme Gefühle sind schlecht. Die taugen nicht. Die haben einen Unwert an sich. Und deshalb sollten sie im Leben keine Rolle spielen. Und wenn wir in unseren Geist näher gucken, gibt es vielleicht so zwei Ausnahmen, oder es gibt mehr Ausnahmen wahrscheinlich, aber zwei, wo wir relativ leicht akzeptieren können, dass unangenehme Gefühle sowas wie eine positive Funktion haben. Zum Beispiel, wenn wir körperliche Schmerzen haben, dann können wir akzeptieren, ja, der Körper will uns ein Signal geben, da ist was nicht in Ordnung, du bist krank, du hast dich irgendwie fehlbehandelt, falsch belastet, zu viel gearbeitet oder was auch immer. Da finden wir unangenehme Gefühle auch nicht gut, aber wir geben ihnen einen Sinn. Und wenn wir so ein bisschen gehässige Natur haben, dann geben wir unangenehmen Gefühlen auch Sinn, wenn sie andere betrifft. Ja, also wenn unser Todfeind die Treppe runterstürzt, dann tut's schon ein bisschen wohl, wenn es dem nicht gut geht. Aber das sind Randerscheinungen, die sehr abhängig sind von dem Charakter, den wir haben. Summa summarum an dem Punkt, unangenehme Gefühle haben ein Etikett, taugt nichts, wollen wir nicht weg damit. Die zweite Ebene unserer Reaktion ist die emotionale Reaktion. Das, was so an spontanen Kräften in uns aufsteigt, an Tendenzen, an ja, Verhaltensweisen, wenn wir konfrontiert sind mit einem solchen negativen Gefühl. Und das heißt, negative Gefühle werden emotional, also nicht nur intellektuell abgelehnt, sondern auch emotional abgelehnt. Da ist ein Widerstand, der in uns auftaucht. Das ist so die spontane Haltung, das soll nicht sein, das darf nicht sein, weg damit. Ich will mit dir nichts dazu zu tun haben. Und die Neigung, dieses Gefühl zu beenden, zu vermeiden oder irgendwie zu umgehen. Das ist eine automatische Reaktion. Der Wachte formuliert es so, der unbelehrte, gewöhnliche Mensch ist der von einem Wehgefühl getroffen worden, so leistet er Widerstand. Dann wird in ihm, der dem Wehgefühl Widerstand leistet, der Hang zum Widerstand gegen das Wehgefühl angelegt. Also es ist nicht nur so, dass man einmal so einen spontanen Akt hat, weg damit, sondern damit durch Wiederholung auch sowas wie eine Tendenz entsteht, ein Gewohnheitsmuster in einer bestimmten Situation, wo diese Empfindungen auftauchen, entsprechend das zurückzuweisen. Das heißt, wir reagieren widerstrebend, ablehnend, wir lehnen uns auf und haben damit festgelegt so ein Stück Triebgebundenheit in uns. Das Hauptetikett, das der Buddha da immer nennt, ist Hass. Das klingt nur sehr dramatisch, aber es ist im Grunde nur gemeint, dass immer so ein
emotionaler Widerstand aufgebaut wird. Der kann bis zu Hass, bis zu diesem Extrem gehen. Aber es kann auch schon anfangen, ach, das mag ich nicht. Das ist mir nicht ganz recht. Also in dieser Spannweite bewegt sich das. Intellektuelle Beurteilung, emotionale Reaktion. Und das weiteste Feld, das sich dann daraus ergibt, ist unsere Handlungsstrategie. Denn wenn Gefühle auftauchen, tun wir auch etwas. Wir denken nicht nur drüber nach, sondern wir gehen auch in unserem Erleben, in unserem konkreten Handeln mit diesen Dingen um. So, die Hauptstrategie, die uns immer einfällt, ist unter dem Stichwort zu finden, beenden. Ja, unangenehme Gefühle sollen aufhören. Und da gibt es natürlich kurzfristige und langfristige Strategie, aber dahinter steht immer Schluss damit. Ja? Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Die eine ist, dass wir uns den unangenehmen Gefühlen dadurch entziehen, dass wir uns den Ursachen entziehen. Ja? Also wir führen ein Gespräch, das uns langweilt, da gehen wir weg, da haben wir was zu tun. Ich muss schnell weg. Oder eine Sendung ist langweilig im Fernsehen, wir schalten das Fernsehgerät aus. Schlechtes Essen steht auf dem Tisch, wir lassen es stehen. Ja, also wir beenden das unangenehme Gefühl, indem wir uns sozusagen von den Ursachen, die das erzeugen, zurückziehen. Oder wenn es hart kommt, wir haben einen Job, der uns nervt, wir kündigen raus davon. Oder wir haben eine Partnerschaft, die uns unangenehm wird, wir kündigen, ziehen uns raus und gehen woanders hin. Eine andere Variante ist, dass wir Gefühle dadurch beenden, dass wir die Ursachen verändern oder aufheben. Ja, also nicht einfach sagen, okay, Ursachen bleibt, aber ich gehe weg. Sondern dass wir unseren Fokus darauf richten, wo kommt das unangenehme Gefühl her und dann beseitige ich die Ursache. Ja? So, und da ist der erste Punkt, dass wir das gewaltfrei tun. So, als Buddhisten gehen wir gewaltfrei dagegen vor. Also der klingelnde Wecker wird einfach abgestellt. Nicht? Morgens um 5 oder wann auch immer, das bimmelt, da steigt eine Empfindung auf. Die Empfindung ist unangenehm. Also wir wissen, wo sie herkommt, von dem Ding, das auf dem Nachttisch steht. Druck drauf, ist es weg. Zahnweh, wissen wir auch, wo Zahnweh herkommt, von dem Loch da rechts unten. Wir gehen zum Zahnarzt, um die Ursachen zu bezeichnen und zu verändern. Also es ist irgendwie ganz banale Sachen. Wir essen, wenn wir Hunger haben, wir ziehen uns an, wenn es kalt ist. Klingt harmlos, aber das sind unsere Alltagsstrategien, die gewöhnlichen Alltagsstrategien, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, dadurch, dass wir die Ursachen bezeichnen und verändern oder beseitigen. So, die brutale Variante ist, wenn wir die Ursachen dadurch aufheben, indem wir die Ursache kaputt machen. Ich sage das deshalb, weil es zu meiner Studentenzeit gab es so einen Spruch, mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja? Also die Ursache ist immer das Außen. Das erzeugt bei mir das negative Empfinden. Also muss ich die Ursache ein für alle Mal zerstören, vernichten, dass das Gefühl hoffentlich nie mehr auftaucht. Nicht? Also die Mücke, die auf meiner Hand sitzt, erzeugt das stechende Gefühl. Ich verändere die Situation, indem ich die Mücke platt mache. Wir sind natürlich bei dem unbelehrten Mensch. Ja? Also kein Buddhist würde jemals sowas tun. Nur rein theoretisch. Oder im Großen, ja, ein Volk X vernichtet ein Volk Y, weil es die Ursache von unserem Schmerz, von unserem Leiden ist. Um das mal in dieser Dimension zu sagen. Und eine vierte Strategie gibt es noch. Das ist die Möglichkeit, unangenehme Gefühle zu kompensieren, indem man sich willentlich, wissentlich, ja, angenehme Gefühle erzeugt. Stichwort des Buddha. Wird der gewöhnliche, unbelehrte Mensch von einem Wehgefühl getroffen, dann genießt er Sinnenwohl. Das ist die Alternative. Und warum? Nicht kennt ja der unerfahrene, gewöhnliche Mensch eine andere Entrinnung vor dem Wehgefühl als das Sinnenwohl. So, das Flucht in den Genuss.
Und das ist auch etwas, das wir sehr gut kennen. Das ist der berühmte Gang zum Frühstück oder zum Kühlschrank, ja, wenn uns irgendwas über die Leber gelaufen ist. Oder der Gang ins Kaufhaus, ach, heute gönne ich mir was, ich belohne mich heute, weil alles andere schiefgegangen ist. Oder wie auch immer. Das sind ja Dinge, wo jeder von uns aus dem Nähkästchen plaudern kann. Unangenehmes Gefühl, wie kriege ich es weg? Ich schalte die Kiste an und gucke mir irgendwas an, was mich ablenkt. Ja, ich lege eine Schallplatte auf, rufe eine Freundin an, wie auch immer. Also das Entrinnen, indem man sich Sinneskontakte, angenehme Sinnesgefühle erzeugt. Das ist die beste Strategie, Gefühle zu beenden für den gewöhnlichen Mensch, weil er sie ja ablehnt. Aber das geht nicht immer. Ja, und dann sind wir oder müssen wir kompromissbereit sein und sagen, okay, wenn das schon nicht weggeht, dann soll es denn wenigstens weniger werden. Also dann ist die Aufgabe, unangenehme Gefühle zu mindern. Wenn ich Kopfschmerzen habe und sie gehen nicht weg, sage ich, okay, bleibt noch ein bisschen, aber ich nehme eine Tablette, damit es wenigstens etwas weniger wird. Und das ist auch ein Ansatz, der sich quer durch unser Leben durchzieht. Und ein letztes an diesem Punkt ist, es ist ja auch möglich, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Also erst gar nicht in die Situation hineinzukommen, jetzt sind sie da, was mache ich jetzt, wie gehe ich damit um? Sondern weitblickend zu gucken, wie mache ich denn mein Leben, wie bringe ich denn das sozusagen auf die Reihe, dass unangenehme Gefühle erst gar nicht auftauchen. Denn was nicht da ist, muss ich dann auch nicht bekämpfen. Und die meisten von uns arbeiten. Ja, warum? Ja, weil das eine ganze Menge unangenehmer Gefühle vermeidet. Wenn ich Geld verdiene, dann kann ich mir was zu essen kaufen, dann kann ich was in meine Wohnung investieren. Also wenn ich mein Leben so organisiere, kann ich eine ganze Menge von unangenehmen Situationen einfach schon mal ausschalten. Oder ich warte nicht, bis irgendeine Krankheit auftaucht, sondern gebe dem Rat der Ärzte nach, mich wenigstens ab und zu mal untersuchen zu lassen. Und das hilft ja auch im einen oder anderen Falle etwas sozusagen zu umgehen, was uns sonst betreffen würde. Und der generelle Ansatz aller Menschen oder der meisten Menschen ist der Versuch, die Welt so zu gestalten, dass künftig alle unangenehmen Gefühle ausgeschaltet werden. Ja. Also die Gesellschaft muss so organisiert werden, dass nur noch Glück da ist. Das ist diese Weltverbesserungssucht, die glaubt, man muss nur draußen alles ins Lot bringen, alles sozusagen in Ordnung bringen und dann wird man ein für alle Mal alle unangenehme Dinge, die es in unserer Existenz gibt, ausschalten, aus dem Verkehr ziehen sozusagen. Die Folgen dieser Ansätze sind immer, dass sie sich verschärfen, verstetigen, verfestigen und damit das in uns groß wird, was der Buddha Gier, Hass und Verblendung nennt. Nicht? Gier, Hass und Verblendung, das klingt immer sehr dramatisch, aber das sind einfach die Grundkräfte hin auf etwas, weg von etwas und nicht verstehen, was los ist. Und die von mir genannten Verhaltensweisen sind solche Verhaltensweisen, die von diesen drei Antrieben ja vorangetrieben sind, die darauf basieren. Und wenn wir uns hineinbegeben in die Wiederholung von bestimmten Dingen, heißt es, dass diese drei Kräfte in uns verstärkt werden. Und die drei Kräfte wiederum sind es, die unsere Verhaltensweisen perpetuieren. Glücklicherweise, gibt es immer mal den einen oder anderen, der Buddha gehörte dazu, der diese undurchschaubaren Mechanismen doch durchschaut und dann verschiedene Ansatzpunkte herausarbeitet, um aus diesem Kreislauf herauszukommen. Deshalb will ich jetzt im zweiten Teil etwas sagen, wie sich der belehrte Mensch verhält, wie derjenige reagiert, der schon ein bisschen mehr von diesen psychologischen oder existenziellen Zusammenhängen verstanden und erfahren hat. Zunächst ein paar allgemeine Dinge. Und da muss man leider feststellen, dass auch der belehrte Mensch und mache noch so belesen und noch so fit sein in seinem Geist immer noch von unangenehmen Gefühlen, Empfindungen berührt wird.
Es ist nicht so, dass dann jemand sagen kann, Leute, ich bin Buddhist, mich geht das alles nichts mehr an, erzähl mal, wie es bei dir ist. Ja? Sondern wir alle sind da noch mitten im Geschäft, vielleicht mit einem Unterschied, sicher mit einem Unterschied, aber wir sind noch ausgeliefert Situationen, in denen es wehtut. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass wir uns aktuell falsch verhalten und dann kriegen wir die Quittung dafür und es tut weh. Oder aber jetzt langfristig gesehen, dass wir auf unserem karmischen Konto irgendwas noch abzuarbeiten haben, dass aus unserer Vergangenheit sich noch Dinge melden, die aus unguten karmischen Vorbedingungen rühren und uns jetzt präsentiert werden mit dem Geschmack des unangenehmen Gefühls. Aber der Unterschied ist, wenn jemand belehrt ist und da schon ein bisschen Einblick in den Zusammenhang hat, dass sich der Betreffende nicht mehr von diesen negativen Gefühlen so davontragen lässt. Ja, einfach ihnen folgt und mit diesem Schwarm der Reaktionen und dem Schwall der Reaktionen irgendwo hingeführt wird, auch in negative Verhaltensweisen hinein, sondern an irgendeinem Punkt mal Halt sagen kann, also irgendwo diesen Rattenschwanz an negativen Reaktionen abschneiden kann. Und das passiert auf dreierlei Ebenen. Einmal, dass der betreffende Gefühle richtig kennt, also nicht mehr blind diesem Phänomen ausgesetzt ist, sondern mit seiner Dharma-Kenntnis beurteilen kann, was ist denn das mit diesem Gefühl, was hat es denn damit auf sich. Dass er eben nicht flüchtet in dieses Sinnenwohl hinein, nicht diese falsche Kompensation, die keine endgültige Lösung ist, sondern sich allenfalls nur über die nächste Situation rettet. Und last not least, er leistet oder sie leistet keinen Widerstand, sondern die Strategien des Umgangs müssen anders sein. Und deshalb will ich jetzt noch ein paar Punkte nennen, welche hilfreiche Einstellungen den Gefühlen gegenüber zu üben wären und welche Verhaltensweisen nachher noch zu beachten seien. So, Nummer 1 heißt immer die Gefühle kennen und durchschauen. Wissen. Der buddhistische Ansatz ist immer auch ein Ansatz des Wissens. Ich muss verstehen, was los ist. Ich muss kapieren, um was es geht und darf der Welt nicht blind gegenüberstehen. Und da lohnt es sich, sich klarzumachen, dass Gefühle unpersönliche Prozesse sind. Gefühl ist nichts, wozu ich sagen muss, ich oder mein. Gefühl, richtig verstanden, sagt immer, es sind bedingte Erscheinungen, so wie der Regen eine bedingte Erscheinung ist und nicht ich, wir sagen zum Regen nicht ich, weil wir da sehen, dass das etwas Fremdes ist, aber zu Gefühlen sagen wir ich oder mein. Das heißt, wir müssen hier den Blick darauf werfen, wie Gefühle entstehen und sehen, dass das Prozesse sind, die mit einem Ich gar nichts zu tun haben, dass wir uns also da nicht identifizieren, sondern sehen, sie sind da aus bestimmten Ursachen heraus. Und das schließt ein, dass man ihr Entstehen eben sieht. Sie nicht jetzt für an sich gegeben hält. Jetzt sind sie da, jetzt werden sie immer bleiben. Sondern auch Gefühle begreift als etwas, was geworden ist, für eine Zeit lang da ist und wieder geht. Denn wer sich das vor Augen hält, wer diese Wachheit an dem Punkt hat, für den sind negative Gefühle auch nicht so dramatisch, weil sie nicht uns dann überwältigen können in der Situation. Denn es ist uns klar, ja, die sind jetzt da und nicht schön, aber sie werden nicht auf Dauer bleiben und wieder verschwinden. Dazu gehört auch, das ist die Kehrseite davon, dass uns klar wird, dass sich Gefühle auflösen, dass wir sie auflösen können, indem wir die Bedingungen dafür verändern. Das heißt, dass wir einen Weg kennen sollten, der uns konkret zeigt, wie wir mit diesen Gefühlen und Emotionen in der konkreten Situation umgehen. Und letzter Punkt, ein letzter Punkt, der das Begreifen, der das Verstehen von Gefühlen nochmal näher beleuchtet. Der Erwachte sagt, ihr guckt immer nur einseitig hin bei Gefühlen. Ja? Was tut wohl?
Und buddhistische Strategie ist immer, das Ganze zu sehen. Ja, nicht nur sich separat etwas rauszunehmen, etwas Teilaspekte zu betrachten, sondern immer das Ganze zu sehen. Und deshalb heißt es, wenn man mit Gefühlen umgeht, soll man ihre Labsal sehen. Also was ist das Angenehme dabei? Soll aber auch immer die Kehrseite sehen. Wo ist der Haken? Wo klemmt's? Wo reicht's nicht aus? Ja? Wo ist die negative Seite dabei? Und man soll das Entrinnen sehen. Das heißt, die Möglichkeit, über diese Gebundenheit hinauszusteigen. Wenn das vorhanden ist, dann hat man Gefühle komplett verstanden und nicht nur so einen oberflächlichen Eindruck. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil das, was der Buddha an Analyse uns hier vorträgt, mit unserem Alltagsverstand nicht wirklich übereinstimmt. Deshalb zitiere ich ihn mal. Das Wohlgefühl ist als leidvoll anzusehen. Das Wehgefühl ist als Pfeil anzusehen. Das weder Wohl- noch Wehgefühl ist als unbeständig anzusehen. Also das ist, wenn ihr so wollt, eine Übungsanleitung. Bei Wohlgefühl sagen wir spontan, ah, ist doch schön. Gibt fast keine andere Reaktion, die wir kennen. Das ist doch klasse, bleib. Und hier heißt es, das Wohlgefühl ist als leidvoll anzusehen. Beim Wehgefühl ist es relativ einfach, Wehgefühl als Pfeil zu verstehen. Ja, wenn du einen Pfeil ins Bein kriegst, ist es unmittelbar ersichtlich, was das für dich bedeutet. Es tut einfach weh, das ist diese negative Empfindung. Aber ein Wohlgefühl ist als leidvoll anzusehen, weil es eben uns täuscht. Ein Wohlgefühl macht uns etwas vor und wir sehen nicht, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Denn ein Wohlgefühl, wenn wir es denn erleben, ist ja im Grunde nur ein Ausdruck dafür, dass wir vorher ein Mangelgefühl hatten. Und das machen wir uns nicht klar. Wohlgefühle können nur auftauchen, wenn etwas befriedigt wird, was vorher nicht da war. Es ist so wie Kopfwehtablette nehmen, ja. Nachher tut's uns gut, wenn das der Schmerz sozusagen nachlässt. Aber diese Tablette an sich ist ja nichts Positives, sondern sie ist ja nur der Ausdruck dafür, dass wir vorher in einer schmerzlichen, in einer Leidenssituation waren. Und das entgeht unserer Aufmerksamkeit, dass wir als Mangelwesen durch die Welt laufen, immer fehlt irgendwas. Nur dann, wenn wir etwas bekommen, was unseren Mangel sozusagen kompensiert, dann taucht etwas auf, das wir schön, nett, prima und so weiter nennen. Aber es im Grunde nur das Aufhören von einem Mangel ist. Und warum ist das Wohlgefühl noch leidvoll? Weil es vergeht. Das ist ja die Dramatik von allem Bedingten. Es bleibt nicht so, wie es ist. Und wenn wir einmal in der Situation waren, zu sagen, so, jetzt kann es so bleiben. Jetzt kann alles so bleiben. Die Dinge sind im Lot. Ich fühle mich wohl. Und dann können wir sicher sein, dass das nicht lange dauert und die Dinge wieder zerrissen. Und das ist ein Mangel des Wohlgefühls, der bleibt. Wir können dieses Gefühl nicht halten. Wir können es nicht so stabilisieren, dass wir sagen können, okay, alles ist in Ordnung. Und das letzte, das schwierigste Gefühl von Verstehen her, von der Beobachtung her, ist das weder Wohl- noch Wehegefühl. Und hier sagt der Buddha, ist das entscheidende Kriterium auch, dass es vergeht. Ja, das ist das Wichtige dabei, dass auch diese Art von Empfindung, wie alles Bedingte in dieser Existenz, uns nicht auf Dauer trägt. Auch Gleichmut vergeht wieder. Ja, der höchste Gleichmut vergeht wieder und bringt uns wieder in Sphären, von denen wir dann nicht ganz sagen können, dass wir zufrieden sind. So. Die zweite Empfehlung war, Flucht zu vermeiden, also Fluchtbewegung zu vermeiden. Ich habe darüber schon etwas gesagt. Nicht immer, wenn es mal weh tut, gleich ein Sinneswohl sich zu holen, sondern mehr in das Gefühl hineinzugehen, mehr in dem Negativen auch mal zu schauen und damit zu arbeiten. Denn, wichtiger Punkt nochmal,
ein negatives Gefühl muss nicht unbedingt ein unheilsames Gefühl sein. Das ist ein Vorurteil, das wir haben. Negative Empfindungen können geradezu die Startrampen für innere und äußere Entwicklung sein. Also nicht kompensieren, weg damit, indem wir sagen, her damit und angenehme Sinnesempfindungen meinen. Keinen Widerstand leisten. Da will ich jetzt ein paar praktische Beispiele mal mit euch zum Schluss besprechen, weil das unser Hauptproblem ist, wie wir im Umgang mit anderen Menschen reagieren, wenn unangenehme Gefühle entstehen. So, das ist dieser Alltagskonflikt. Wir haben mit Leuten zu tun, die sind dummerweise nicht so, wie wir sind. Wären alle Leute so, wie wir sind, gäbe es keine Probleme. Dummerweise sind die anders. Ja, so. Und wenn sie anders sind, auf welchem Gebiet auch immer, passiert das, was wir kennen. Es tut irgendwie weh. Ja? Ärger, Zorn, das ist das, was der Erwachte hier Widerstand nennt. Und selbst wenn unser Geist sagt, bringt doch alles nichts. Ja, die Emotion ist da. Und wir haben schon Glück, wenn wir sie nicht sprachlich irgendwie äußern, wenn wir nicht unseren Gedanken den Lauf lassen, unsere Sprache freien Lauf lassen oder vielleicht auch Hände und Füße und sonstige Dinge einsetzen, um unseren Zorn loszuwerden. Und deshalb ein paar kleine sozusagen Tricks oder Übungen, wie man sich verhalten kann, wenn so eine Situation der Spannung aufgetreten ist. Und es hat immer auch etwas mit geistiger Wachheit zu tun. Ja, vergessen wir das nicht. Wir brauchen immer das Instrument unserer Wachheit, unserer geistigen Präsenz, unserer Achtsamkeit, damit wir nicht in diesem Strom der Ereignisse dahingerissen werden, sondern an bestimmten Punkten sagen können, stopp. So ein paar allgemeine Ratschläge, die nicht jetzt buddhistisch im Speziellen sind, sondern einfach erprobt sind, dass man sich mal erinnert, was mir jetzt auf den Wecker fällt, das habe ich auch schon oft und oft getan. Ich stelle es bei mir dummerweise fest, ich ärgere mich jetzt über jemanden und 10 Minuten später fällt mir ein, Mensch, erst heute Morgen, ja, hast du dich genauso verhalten. Und das bremst schon. Wenn man sieht, es ist nicht nur der, ja, sondern ich bin im Grunde genauso gestrickt, mehr oder weniger. Dann ist es ganz gut, sich bewusst zu sein, Ärger schadet. Ja? Ich meine, es tut im Moment wohl, wenn man dem Lauf lässt. Aber Ärger schadet allen, nicht nur dem anderen, sondern einem auch selbst. Und da gibt es ein ganz schönes Bild, das mir gerade jetzt einfällt, ja? Wo es heißt, was ist denn, wenn man seinen Ärger forciert? Und da heißt es, das ist wie wenn man glühende Kohlen ergreift, ja, und nach anderen wirft damit. Ob man den anderen trifft, der duckt sich vielleicht weg, aber man hat selbst die glühenden Kohlen in der Hand gehabt und hat sich verbrannt. So, ob der andere unter unserem Wurf leidet, ist völlig egal, wo Ärger ist und wo man Ärger folgt, ja, dann hat's schon gebrennt und unter Umständen bleiben die Wunden noch eine ganze Weile. Und die Kehrseite davon ist einfach zu merken, nicht nur zu wissen, sondern zu merken, dass Freundlichkeit, die Kehrseite, wenn ihr so wollt, nützt allen, ja? Selbst wenn der andere weggeht, nützt meine Freundlichkeit mir selbst, dem anderen auch, klar, aber sie nützt schon mir selbst, weil ich durch diese innere Haltung der Höflichkeit, der Freundlichkeit selbst in einem ganz anderen Zustand bin, wo leidvolle Gefühle eben aufhören, nicht mehr da sein. Was ganz schwierig ist manchmal, dass man in anderen das Gute sieht, gerade in einer Situation des Ärgers, weil wir dann, wir sprachen über den Zusammenhang von Gefühl und Wahrnehmung, wenn ich ein negatives Gefühl habe im Zusammenhang mit einem anderen Menschen, sehe ich ihn nur dunkel und grau und schwarz und eben ungut. Und das kann man kompensieren, indem man merkt, ja, der hat doch so viele gute Seiten auch. Oder wenigstens nur eine gute Eigenschaft, die man an ihm entdeckt. Und wenn man da seine Aufmerksamkeit darauf richtet, ist auch ja, Zorn und Ärger verschwunden oder zumindest minimiert, weil wir dadurch animiert sind, andere Aspekte wahrzunehmen und damit auch andere Gefühle zu haben. Nächster Punkt ist das alte Stichwort Übung in Geduld.
Ja? Geduld heißt, auch das geht vorüber. So schlimm es auch sein mag, das ist die Gnade der Vergänglichkeit. Ja? Dass alles, was uns nervt, auch wenn es uns länger nervt, irgendwann garantiert zu Ende geht. Und wenn das nicht hilft, die alte Erfahrung, es kann auch alles noch viel schlimmer werden. Ja? Vielleicht freut man sich irgendwann mal oder würde sich wünschen, die Situation von jetzt nochmal zu erleben, weil wir sie im Grunde als harmlos empfinden im Vergleich zu dem, was alles noch so in dieser Welt passieren kann. So, das sind ein paar Allerweltsdinge, da ist gar nichts Revolutionäres, das ist auch gar nicht jetzt eine buddhistische Erfindung, das weiß man an sich, ja. Nur in der Situation hat man es nicht präsent. Und Achtsamkeitsübung im buddhistischen Kontext heißt ja auch, diese Dinge, dieses bessere Wissen, das wir haben, in den entscheidenden Situationen auch vor Augen zu haben. Es muss sich von innen melden. Ja. Wir müssen das erinnern, dass das so ist. Und es ist ungut, wenn wir erst zu Hause uns diese Dinge überlegen und dann denken, ach ja, jetzt fällt es mir ein, vor 2 Stunden hättest du es gebraucht, so ungefähr. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die jetzt mehr so einen buddhistischen Charakter im engeren Sinne haben, aber bei derselben Thematik bleiben. Stichwort Karma-Gesetz. Ja, Karma ist ja der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, Handeln und Erleben. Und der Hinweis wäre jetzt, das, was mir da jetzt passiert, was da unangenehme Empfindungen erzeugt, das ist nicht von Gott geschaffen. Ja? Das ist nicht per Zufall entstanden. Das ist die Frucht meiner eigenen Vergangenheit. Ich erbe jetzt, was ich früher einmal mir selbst vererbt habe. Der Buddha sagt ja, die Wesen sind die Erben der eigenen früheren Taten. Also da kommt nichts Fremdes, da kommt nur Eigenes. Und da kommt auch nichts völlig Neues, sondern es ist etwas Vergangenes, was sich nur nicht bis jetzt manifestiert hat. Und wenn ich das umdrehe, gilt das genauso. Der mir jetzt so über den Weg gefahren ist, der mir Ärger bereitet hat, ja, der, sagen wir ruhig, negatives Karma im Moment mir gegenüber tut, der schafft sich selbst später seine eigenen Folgen. Also das fällt auch auf ihn zurück. Warum soll ich mich da ärgern, wo alles nur ein Beziehungszusammenhang ist von Ursache und Wirkung? Eine Übung, die manchen schwerfällt, ist, sich zu erinnern oder wenigstens vorzustellen, erinnern ist schwierig, aber vorzustellen, dass jeder, der einem begegnet, schon einmal der eigene Vater, eigene Mutter, eigene Schwester, Tochter, Sohn, was auch immer war. Gehen wir von der Erfahrung des Buddha aus, dass unsere Existenz anfanglos ist, dann heißt das, dass die, die wir uns heute hier sehen und uns zum Teil fremd sind noch oder noch nicht so vertraut, weil wir uns zum Teil erst kurz kennengelernt haben, gemessen an dem, was unsere Vorexistenz besagt, alle schon in einem ganz alten Beziehungsgeflecht zueinander stehen und alle Rollen schon einmal getauscht haben. Das heißt, wer mich heute ärgert, den habe ich schon unendlich oft früher geärgert. Da ist sozusagen nichts Neues in diese Existenz hineingekommen. Noch ein bisschen tiefer als Übung ist, wenn man den Anatta-Gedanken oder die Anatta-Erfahrung des Buddha sich vor Augen führt, und er sagt ja, wo ist denn das Ich an sich? Ja? Dann ist die Frage, welches Ich ist denn im tiefsten Sinne verletzt? Und welches Ich, das mir gegenübersteht, im tiefsten Sinn kann mich denn verletzen? Ja, das heißt, den Blick öffnen und weiten über den Ich-Bezug hinaus, der unser normaler Wahrnehmungsbezug ist, zu einer Wahrnehmung, das sind doch nur Bedingtheiten, die miteinander zu tun haben. Aber ihr merkt, das nicht unbedingt eine Alltagsübung, die man so leicht aus sich herausschüttelt, aber mal als Perspektive, ja? Dass wir sehen, auch das ist ein Ansatzpunkt, wo nirgends ein Ich an sich ist. Ich ist ja immer nur ein relatives Phänomen. Wo kein Ich an sich ist, kann auch kein Ich an sich
auf Dauer verletzt sein. Und wer ein bisschen es einfacher haben will, dem mag es helfen, einfach den Buddha als ein Vorbild sich vor Augen zu führen. Oder andere, es muss ja nicht der Buddha sein. Es gibt viele Menschen, die sehr geduldig sind, sehr friedfertig sind, sehr liebevoll sind. Wenn man an die denkt, weiß man, ach guck mal, es geht ja auch so. Ja? Und damit geht es allen Beteiligten besser. Letzter Punkt, und dann mache ich schon die Runde. Also ein wichtiger Ansatzpunkt ist, auch positive Emotionen in sich zu fördern und in sich aufsteigen zu lassen. Und wenn der Erwachte von positiven Emotionen spricht, das sind das in der Regel immer vier, die vier hauptsächlichen. Das eine ist Metta, ja, Freundlichkeit, Höflichkeit, Liebe, Güte oder wie immer man das zeigt. Wenn das eine Qualität meines Inneren ist, wenn das eine Herzensqualität ist, die mich trägt und ausmacht, kann ich gar nicht böse sein. Dann kann ich gar keine negativen Emotionen haben. Das zweite ist Karuna, das Erbarmen, das Mitempfinden, das Mitleid, also das, die Fähigkeit, den anderen in seiner Situation des Leidens der Unvollkommenheit sehen und bereit sein, zu helfen oder da zu sein, um jemanden zu unterstützen. Wer diese Herzensqualität in sich hat, kann auch keinen Ärger haben, weil wer Mitempfinden mit jemandem hat, der kann nicht gleichzeitig auf ihn ärgerlich sein. Es ist immer so, dass nur ein Gefühl, eine Emotion im Moment da sein kann. Und wenn ich ein herzensguter Mensch bin, ein herzensguter Mensch, da fällt es mir schwer, solche Emotionen wie Ärger und Zorn zu haben und zu äußern. Vierte Emotion, ich nenne es mal Emotion, ja. Gleichmut, nein, Freude. Dritte, Freude, ja, ich muss richtig zählen. Dritte ist Freude, Mitfreude, Heiterkeit, Gelassenheit, sowas wie einfach von der inneren Situation, es ist alles in Ordnung. Und wer sich tierisch freut, kann auch auf niemand ärgerlich sein. Es ist einfach so. Ja? Der Buddha gibt ja regelrechte Meditationsanleitungen über sozusagen die Alltagspraxis hinaus, Meditationsanleitungen, wie man diese innere Haltung in sich anwachsen lässt, wie man die sozusagen erzeugt, wie man die entfaltet. Und jetzt bin ich wirklich bei vier. Gleichmut, Upekkha, ist der gleiche Mut, die Souveränität, die Gelassenheit in allen Lebenssituationen, sich nicht wie ein Blatt im Wind hin und her wehen zu lassen, sondern wie ein Fels in der Brandung zu stehen und gar nicht zu gucken jetzt, von wo kommen die Wellen, sind die stark oder sind die schwach, wollen die Wellen mir was, ein Fels in der Brandung steht. Ja? Und diese vier Haltungen, die werden sogar göttliche Haltung, göttliche Verweilungen genannt, weil sie in der Tat, wenn sie stark und ausgeprägt sind, über das menschliche Normalmaß hinausgehen. Diese vier Haltungen sind die Grundhaltungen, die alles an klein-klein Gefühlen und klein-klein negativen Emotionen schlicht beiseite wischen, weil sie keine Chance haben. Das ist mehr so eine Langzeitstrategie, weil diese Haltungen in sich zu entfalten, ist keine Sache von 5 Minuten. So, jetzt werde ich mal schnell ein Metta-Mensch und morgen ist Karuna dran und nächste Woche dann werde ich mir Gleichmut einüben und Freude mal zwischendurch, wenn ich Zeit habe. Vielleicht Dienstag, Mittag, da habe ich früher Schluss oder so. Das wäre nicht der Ansatz, sondern zu wissen, dass auch diese Dinge Wachstumsprozesse sind. Wachstum hat was mit inneren Gesetzmäßigkeiten zu tun, auch mit Zeit, die man nicht forcieren kann. Aber da auch diese Haltungen bedingte Haltungen sind, sie sind nicht mit Genen irgendwie uns angeboren, sondern sie sind geworden, indem wir uns mit ihnen sozusagen groß machen, indem wir sie in uns entfalten. Ist das etwas, über das wir langfristig verfügen können. So. Und Langzeitstrategie, das gilt sozusagen immer für alle Probleme und Problemchen der Existenz, wenn man denn einen buddhistischen Hintergrund hat.
Langzeitstrategie ist immer der edle achtfache Pfad des Buddha. Weil diese 8 Trainingsfelder im Grunde alles abdecken, was wir an Aufgaben vor uns haben. Aktuell und wie gesagt auch auf lange Sicht. Allerletzter Punkt ist nur, dass ich die 8 Aspekte nochmal nenne, dass wir uns die vor Augen führen, dass buddhistische Praxis eine umfassende Praxis ist. Was gehört zu dem 8-Pfad? Rechte Erkenntnis, als Durchblick, Wissen, rechte Gesinnung, Motivation, die richtig ist, rechte Rede, Umgang mit unserer Sprache, Kommunikation, rechtes Tun, das ist Alltagsverhalten in jeder Situation, rechter Lebensunterhalt, wo kommen unsere Mäuse her, ja, was haben wir für eine ökonomische Basis, ist die in Ordnung, rechtes Streben, das hat was mit Energie zu tun. Wir können nicht warten, dass die Dinge allein auf uns zukommen, sondern wir müssen ein Stück Energie einsetzen. In Hessen sagt man, von nichts kommt nichts. Rechte Achtsamkeit, das ist jetzt schon mehr im Bereich Meditation. Training von Klarheit, von Wachheit, von geistiger Präsenz. Und rechte Sammlung, das ist die Fähigkeit von Herz und Geist zur Stille, zur Ruhe, zur Sammlung. Das ist schon alles, aber dieses alles beschäftigt uns die nächsten Jahrzehnte, hoffe ich.